IC Köln Dresden. Es ist 13.24 Uhr. Fahren Sie diesen Intercity in Richtung Dresden. Fahren werden wir heute die Baureihe 101-001-6 von der Deutschen Bahn in der Starlight Express Repaint Lackierung. 431 Tonnen, 8 Wagen im Zugverband und 202,2 Meter auf der Strecke Riesa-Dresden. Und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir unsere Zug aufrüsten. Das heißt, wir werden hier den Zugrichtungswender einlegen, den nach vorne verlegen, die Türen öffnen, die Wagenlichter einschalten. Das machen wir so. Wir werden Licht abblenden, genau. Das lassen wir. Dann machen wir. So. Machen hier die Bremsschlüssel auf ein, die AFB. So, natürlich noch einschalten. Das Ganze auf 40 aufschalten. Und dann müssen wir nur noch eins erledigen, und zwar die Zugsicherungssysteme. Zack, zack. Und dann würde ich sagen, sind wir abfahrbereit. Oder müssen wir genau, das müssen wir nämlich auch noch machen. So, sonst wird's nichts. Da steht sogar noch ein Kaffeebecher, ihr seht's. Das ist ja mal geil. Den habe ich vorhin dahingestellt. Ist mein Kaffee drin. Wir haben Fernlicht an, das brauchen wir wirklich nicht. So. Wir die Türen verriegeln. Wir müssen uns draußen umsehen. Und dann seht euch mal diese wunderschöne Lok an. Ist das nicht ein Traum? Hm? Wie geil, bitte. Machen noch ein schickes, hübsches Foto. Aber warum haben wir denn keine Spitzenlichter an? Kann das mal jemand erzählen? Jetzt! Also wenn das die Spitzenlichter sind, die sehen ja fast aus wie... Naja, das war das. Lösen die Bremsen, schalten langsam auf. Übrigens, ich habe ein kleines Mod runtergeladen. Für die 101. Könntest du uns befreien. Ihr hört es am Ton. Ein wenig den Sound geändert. Ich finde, der hört sich gar nicht so schlecht an. Ich würde weiter aufschalten. So, dann fahren wir 42 Kilometer nach Dresden-Neustadt. Drücken natürlich die SIFA. Sonst ist ja auch nichts los. Da steht noch eine Diesel-Lok abgestellt. Aber ansonsten ist hier gerade nicht besonders viel los. An diesem Mittag. Wunderschön. Wunderschön. Seht euch mal die Aussicht hier an. Traumhaft, oder? Einfach nur wunderschön. Derweil aufschalten. 20. Einfach nur wunderschön. Der Soundmod, würde ich sagen, hört sich auch gar nicht so schlecht an, oder? Wie seht ihr das? Bin da echt zufrieden mit. Und dann diese schöne Lok, dieses schöne Repaint. Einfach ein Traum. Dazu die Sonne, die da so ein bisschen drauf scheint. Einfach nur schön. Wunderschön. Spitzenlicht sieht aus wie Schlusslicht, aber ja. Muss wohl so. Einfach nur schön. Wunderschön. Märklin DB 101-001-6 Starlight Express. Bisschen Werbung für Starlight Express machen. Das ist doch auch immer wieder schön. Einfach nur geil. Wunderschön, einfach nur schön. Traumhaft.
Das ist doch mal richtig fein, oder? Ich bin absolut begeistert. Der Sound, das Aussehen, einfach nur traumhaft. Sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen in totaler Freude. Es ist einfach nur schön. Schaut euch das bitte einfach mal an. Genießt es. Mit dem Starlight Express nach Dresden. Besser geht's nicht, oder? Besser geht's nicht. Ach, wunderbar. So, da bin ich mal gespannt, wann wir gleich schneller fahren dürfen. Moment, verharren wir so ein bisschen bei 120. Sieht ja irgendwie nur geil aus. So ein bisschen böse, oder? So von vorne. Ein böser Blick, hätte ich fast gesagt. Es ist ja mehr so bei Autotunern gegeben. Ja, dieser böse Blick, da sind die... sind hier diese Lampen, diese, ihr wisst schon, was ich meine, die sind so ein bisschen runtergezogen, ne? So ein bisschen runtergezogen, dann gibt das so einen bösen Blick. Also irgendwie sieht das hier auch so aus. Die Spitzenlichter so ein bisschen dunkel und hier auch. Einfach nur geil. Einfach nur geil. So, springen wir mal wieder rein in den Führerstand. Damit wir mal ein bisschen was von der Strecke sehen hier. 37 Kilometer bis Dresden-Neustadt. Gleis 8 werden wir einfahren. Um 13:29 soll das Ganze passieren. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen zeitlich. Wenn wir hier weiter mit 120 fahren, dann weiß ich es nicht. Aber vielleicht ist das auch so streckencharakteristisch vorgegeben, dass wir einfach nicht schneller fahren dürfen. Ich weiß es nicht. Ah, 130. Na also, geht doch. Immerhin schon mal 10 km/h schneller. So, mein Kaffee steht da auch noch. Wie sieht der ganze Führerstand so ein bisschen anders aus? Kann das sein? Oder meine ich das nur? Ich weiß nicht, irgendwie kommt er mir ein bisschen verändert vor, aber kann auch täuschen. Auf jeden Fall das mit dem Kaffeebecher. Kaffeebecher ist neu. Das ist definitiv neu. Das habe ich vorher so noch nicht erlebt bei TSW. So, Sifa. Sound ist geil, irgendwie. Eigentlich sehr, sehr schönes Wetter. Sehr sonnig an diesem 29. April 2023 um 13.32 Uhr. Zugegeben, es ist 10 Minuten früher, als es tatsächlich ist, wo ich dieses Video aufgenommen habe, aber sei es drum, mindestens das Datum stimmt. Was ist jetzt? Ach ja, kein Scheiß. Von Dresden-Neustadt bis Dresden-Hauptbahnhof ist es dann natürlich nur noch ein Katzensprung, ihr wisst Bescheid. Sifa. So, jetzt dürfen wir gleich 130. Ah, und dann dürfen wir 160. So langsam kommt's. Na also, geht doch. So langsam kommen dann die Geschwindigkeiten. Sehr, sehr schön. So, 130.
Vielleicht werden wir ja dann sogar gleich noch in die LZB aufgenommen. Wir dürfen dann wahrscheinlich noch die größte zulässige Geschwindigkeit von 200 km/h fahren, so wie es da oben steht. Es steht tatsächlich da oben, ihr könnt es selber lesen. So, und 160. Vorher drücken wir die SIFA und dann schalten wir auf. Übrigens, diesen Soundmod, den könnt ihr bei Trainsim Community runterladen. Ich werde euch den Link aber auch unter der Videobeschreibung setzen oder in die Videobeschreibung. Da braucht ihr nicht lange rumsuchen. So, dann haben wir gleich noch 10 Minuten bis Dresden Neustadt. 29 Kilometer. Sollten wir hinkriegen. Geht hier so ein bisschen bergauf. Ich kann von der Lok nicht genug bekommen. Einfach wunderschön. Einfach nur schön. Ja, das Wetter scheint sich so ein bisschen zu verändern. Wenn ihr da mal so schaut, es wird wolkig. Kommen wir gleich noch Regen. Ist durchaus möglich im April, weil noch ist es ja April, ne? Immerhin noch 2 Tage, ist heute mitgerechnet. Der April hat 30 Tage. Und Montag ist dann der allseits bekannte 1. Mai, an dem wir alle frei haben, zumindest die meisten von uns. Und es wird hier ganz schön dunkel, irgendwie habe ich das Gefühl. Also es zieht sich ziemlich zu. Kommen wir wirklich noch Regen auf den letzten Metern? Noch ist die Sonne da, aber auch nicht mehr viel. Also es wird hier ziemlich diesig, zieht sich ziemlich zu. Es gibt dem Ganzen auch noch irgendwie sowas Spezielles, finde ich. So, 120. Sollten wir uns da mal hinbewegen. Kommt uns denn da entgegen im Nebel? Eine 101 in Schwarz. Ne, das war eine 185 am Güterzug. So war's. Das war keine 101, das war eine 185. So war's. Wieder heller. Wie so ein Lichtschalter, ne? Es ist wirklich so. Übrigens,
Habt ihr das gerade gesehen? IC besprüht mit Sprayer. Ist doch bestimmt auch wieder so ein extra Repaint. Muss ich mal drauf achten. Übrigens, mein Kanal steht seit heute in Kooperation zu zwei anderen Kanälen und die werden jetzt ein wenig meinen Kanal verschönern, verbessern und die verschiedenen Content draufladen, hochladen. Live-Content aus verschiedenen Städten und ja, verschiedene Szenarien auch von TrainSimworld 3 und anderen. Und wundert euch da nicht, wenn sich in Zukunft mein Kanal ein wenig verändert. Das ist so gewollt und ich freue mich da schon drauf. Wunderschön. Das zusammen mit dem Licht, wie es gerade herrscht, einfach nur wunderschön. Schaut euch das bitte an. Verschwindet unser Starlight Express IC in den Nebel. Oder im Nebel. Wunderbar. Das ist einfach nur ein Bild für die Götter, oder? Wunderschön. Wunderschön. So, dann dürfen wir gleich 140. Bevor wir dann in 18 Kilometer Dresden-Neustadt erreichen werden. Anders gesagt, in gut 8 Minuten. Hier wächst schon Gras auf den Gleisen. So, und dann dürfen wir wieder 160, sehr schön. Wir wollen den Finger gleich auf dem R behalten, weil wir nämlich jeden Moment 160 fahren dürfen. In diesem Augenblick springt es rum. Das auch weiter höher stellen. Hier geht sowieso nicht weiter als 160. Ihr seht es am Strich. Seht ihr, er stoppt. Also wenn ihr euch bei der LZB mal vertut und den so hochstellt, macht euch keine Sorgen. Solange der blaue Strich nicht weiter geht als die angegebene oder eingeforderte Geschwindigkeit, passiert euch gar nichts, wie ihr seht. Weil ihr seht, ich habe die AFB voll bis zum Anschlag mit 200, wir fahren trotzdem 160. Also. Und wir sind nicht in der LZB, das sei nochmal dazu gesagt. Wir befinden uns immer noch unter PZB-Überwachung. So, dann sind wir fast einstellig. 13 Kilometer noch. So, jetzt müssen wir rotieren und langsamer werden.
So, das mit dem Regen verschiebt sich wahrscheinlich noch. Also noch ist es trocken. Es hat sich nur zugezogen und ist neblig geworden. Das hat sich in diesem Moment wieder aufgehoben. Ihr habt es gesehen, wie so ein Lichtschalter. Alles weg, alles wieder tipp. Die Sonne ist zwar nicht mehr so ganz hundertprozentig, aber der Nebel ist verschwunden. Einfach so. Und jetzt auf gleich. Innerhalb einer Sekunde war der Nebel weg. Der Wahnsinn. So, wir können bei 130 bleiben. Ihr seht selber. Schneller fahren. Da vorne kommt uns was entgegen. Oder sehe ich falsch? Ist das ein Haus? Das ist ein Haus, da kommt nichts entgegen. Okay, alles klar. So, 7,7 Kilometer noch. Jetzt geht es natürlich schnell. Sobald wir einstellig sind, geht das ruckzuck. Sobald man einstellig ist mit den Kilometern, geht das ruckzuck. So, es wird jetzt mit Sicherheit gleich irgendwo irgendwann eine Geschwindigkeitsbeschränkung kommen, weil wir nicht mit 160 in den Dresdner Neustädter Bahnhof einfahren werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Was wird denn da Schickes? Ein grüner Dosto, ein Flix-Dosto, ich fuck's nicht. Ich pack's nicht. Es ist einfach nur. Einfach nur schön. Ist doch einfach nur. Habt ihr das gesehen? Einfach mal so ein grüner Flixtrain Dosto dazwischen. Alles ist möglich in diesem Spiel. In diesem Spiel ist alles möglich. So, 80. 4, Kilo. Okay. Kurz vor Ende. Noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen Zeit dafür. Da wieder ein grüner Flixtrain Dosto dazwischen. Ihr seht's da. Mega geil. So, dann wollen wir mal runtergehen auf 80. Ein bisschen Zeit zum Bremsen brauche ich ja auch. So, sind wir jetzt gleich jeden Moment in Dresden-Neustadt. Wenn wir nicht vorher noch Sifa zwangsgebremst werden. Pünktlich werden wir es nicht ganz schaffen, aber sei es drum.
glaube, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Noch 40 stand da vorhin. Zugbeeinflussung. Dann fahren wir in den Dresden-Neustädter Bahnhof ein. Zugbeeinflussung. War ein bisschen verspätet, aber naja, egal. Lass mal das mal so dahingestellt. Ziel erfüllt. Türen entriegeln. Dann schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Ich sage, viel ist hier nicht los. Um genau zu sagen, gar nichts. Da kommt ein Güterzug rein. Wird durchgefahren. Starlight Express Theater Bochum. Wunderschön, oder? Wunderschön. Dresden Neustadt, Dresden Neustadt, Dresden Hauptbahnhof. Wir verriegeln die Türen. So, lösen die Bremsen. Und dann ist unser nächstes Ziel Dresden Hauptbahnhof. Ist die Bremsen lösen hier oder was ist jetzt die Phase? So, hat man ein kleines technisches Problem hier oder was war? Egal, Hauptsache wir fahren. Nächste Station, Dresden Hauptbahnhof. Durch 60. Wenn uns hier eine RE entgegenkommt, oder eine S-Bahn, das wahrscheinlich gewesen sein. Wie gesagt, wir sind ein bisschen spät dran, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch, finde ich.
Aber was kommt denn da Schönes? Schaut euch das mal bitte an. Nordwestbahn, ich drehe durch hier in Dresden. So, gleich 40. Ah, wir sind ein bisschen spät dran, aber das ist nun mal so. Gleis 1 werden wir einfahren. Zugbeeinflussung. Türfreigabe. Da wären wir. Na komm, wegen 2 Meter, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Türen entriegeln. Wie gesagt, wir sind ein bisschen spät dran heute. Bei unserem Starlight Express. Aber sei es drum. Die Türen wieder schließen oder was läuft jetzt hier ab? Schließvorgang eingeleitet. Gut, Ziel erfüllt. Ob wir jetzt Gold bekommen? Gute Frage. Tatsächlich. Na wunderbar. Das hat sich doch gelohnt. So, das war's dann mit diesem Szenario und diesem Video mit unserem Starlight Express von Riesa nach Dresden.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes, langes Wochenende. Habt einen schönen 1. Mai. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt mir vor allem treu. Ja, was soll ich noch sagen? Außer, wie gesagt, es wird in Zukunft anderer Content auf meinem Kanal kommen. Auch mit. Es bleibt natürlich den Zügen treu, das ist klar. Wundert euch nicht. Wie gesagt, mein Kanal steht in Kooperation zu zwei anderen Kanälen. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut.